Super. Gut, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wir hatten abgemacht, dass ich ein bisschen was zu sagen zu Digitalisierung und Ethik im Kontext von KI und Big Data. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Das ist natürlich für jeden von euch, von Ihnen wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, wie klar das sowieso alles ist. Deswegen hoffe ich, es ist nicht total trivial. Ich werde am Anfang ein bisschen was sagen, warum man denn im Kontext von Digitalisierung und digitalen Technologien überhaupt von Ethik sprechen kann und wenn ja, wie. Und werde da historisch so ein bisschen zurückgehen in die Geschichte der Computerethik und da drei unterschiedliche Perspektiven auf das Wechselverhältnis von Technologie und Ethik aufmachen. Werde dann auch ganz, ganz knapp ein bisschen was sagen zu Big Data und KI und warum das jetzt gerade eben so ein großes Themenfeld ist, das ethisch beleuchtet wird. Werde dann eine Analyse machen und da vor allen Dingen argumentieren, dass man Ethik immer zusammendenken muss, einerseits analytisch mit anderen Fragestellungen, insbesondere erkenntnistheoretischen oder politikwissenschaftlichen, aber auch ökonomischen oder rechtlichen und zum anderen auch, dass Ethik jetzt auf der praktischen Ebene im Zusammenspiel mit Politik, mit Recht und ähnlichen Fragen zu denken ist. Und werde dann das letzte Drittel, also die letzte Viertelstunde, nochmal eingehen auf dieses Gutachten der Datenethikkommission, weil ich gedacht habe, dass das zum einen natürlich inhaltlich interessant ist, aber wahrscheinlich vor allen Dingen auch natürlich für das ITAS als Prozess der Politikberatung ein interessantes ja, Verfahren und Dokument ist. Zunächst mal zur Frage, warum sich dann überhaupt beschäftigen mit ethischen Fragen rund um Digitalisierung? Und das ist natürlich jetzt an einem Institut für Technikfolgenabschätzung wahrscheinlich eh klar. Aber zunächst mal ist die Frage, ja, wie kann man denn Technologien ethisch betrachten? Und zwei Felder, in denen das natürlich immer heiß diskutiert werden, um Ethik und Technik wurden ja vor allen Dingen diskutiert, einerseits rund um Thema Gentechnik, auch jetzt eben bei nochmal neu aufgekommen bei allen Debatten rund um CRISPR-Cas. Und ein zweites Themenfeld, wo das natürlich heiß diskutiert wurde, ist rund um Atomkraft und Atomenergiefragen. Also hier wurde schon sehr früh ethische und gesellschaftliche Fragen diskutiert in Bezug auf diese Technologien. Und eine Frage, die natürlich da dahinter steckt, auch die in der Technikphilosophie heiß diskutiert wird, aber auch für die Praxis relevant ist, ist die Frage, ob denn Technik neutral ist. Also sprich, ob ich die Technik selber schon ethisch bewerten kann oder ob ich nur die jeweilige Anwendung einer Technologie, nämlich etwa für Atomwaffen oder für Energieerzeugung, bewerten kann. Und das ist natürlich eine alte Frage, die in der Technikphilosophie auch schon rund um die Frage ist, was ist denn ein Hammer? Ist ein Hammer ein neutrales Technologie? Und da würden wahrscheinlich normal, frage ich das immer in die Runde, wer denkt, dass der Hammer eine neutrale Technik ist? Dann sagen viele noch so, ja, kann man für alles Mögliche verwenden, entweder zum Hammer, zum Nagel in die Wand schlagen oder gegebenenfalls auch um jemanden umzubringen. Bei Waffen ist dann die Frage natürlich schon ein bisschen, wird die nicht mehr so eindeutig beantwortet. Hier kommen die am ehesten Leute schon auf die Idee zu sagen, ja, das ist vielleicht keine so wirklich neutrale Technologie, weil der primäre Zweck ja einer ist, eben nicht unbedingt einen Nagel in die Wand zu schlagen, obwohl das mit einer Waffe gegebenenfalls auch noch ginge. Die Frage, die sich jetzt rund um digitale Technologien stellt, ist, inwiefern sind denn diese Technologien neutral und was heißt Neutralität im Kontext dieser Technologien? Und spätestens, wenn wir dann über sowas wie Militärroboter reden, dann werden die meisten schon sagen, okay, das ist vielleicht wirklich keine neutrale Technologie mehr. Und die Frage ist es denn, wie ist es bei Systemen oder Verfahren rund im Kontext von Big Data oder KI, bei Anwendungsfeldern wie sozialen Netzwerken oder ähnlichen? Und ich unterrichte ja an einem Fachbereich für Informatik und was ich da immer versuche, den Studierenden mitzuteilen, ist zu sagen, dass Technikgestaltung immer bis zu einem gewissen Grad auch schon Gesellschaftsgestaltung ist. Und aus dieser Grundüberlegung heraus kommt mit dieser Gestaltungsmacht, die ich als Informatikerin oder Informatiker, als Ingenieurin oder Ingenieur habe, eine bestimmte Verantwortung dafür, dass die Art und Weise, wie ich Technik gestalte, Auswirkungen hat auf gesellschaftliche Prozesse, natürlich auch eingebettet ist in gesellschaftliche Entstehungsprozesse. Und rund um diese Fragen der Verantwortung stellen sich dann eben ethische Fragen. Wenn man sich jetzt überlegt, was soll jetzt Ethik im Kontext digitaler Technologien heißen, dann kann man zunächst mal ganz grundlegend sagen, dass Ethik, so plakativ das klingt, Fragen danach stellt, was gut oder böse ist. Oder, ein bisschen weiter gefasst, eben nach Fragen dessen, was wir dürfen, was wir tun, dürfen, sollen oder müssen oder eben nicht dürfen, sollen oder nicht müssen und aus welchen Gründen das so ist. Und wenn wir das jetzt anwenden auf Fragen der digitalen Technologien, dann stellen sich solche Fragen wie eben, was ist eine gute oder eine schlechte Software? Und zwar nicht nur in technischer, sondern auch in moralischer Hinsicht. Oder etwa, wer darf, soll, muss etwas mit Software tun oder eben unterlassen und eben aus welchen Gründen.
Und wenn man jetzt sozusagen historisch zurückblickt in die Geschichte der Computerethik, dann kann man sowohl historisch als auch analytisch drei Perspektiven auf dieses Verhältnis von Computertechnologien und Ethik unterscheiden. Das erste und das älteste ist das Verständnis, dass Ethik in Bezug auf Computer oder digitale Technologien nur eine Ethik der Profession sein kann. Also ähnlich einer Ethik der Ärzteschaft, wo sozusagen es bestimmte Empfehlungen, Richtlinien, ethische Codes oder Handlungsempfehlungen gibt, denen sich Ärzte oder Ärztinnen unterwerfen. Und hier die Logik, genauso müsste das für Entwicklerinnen und Designerinnen gelten, dass die eben auch sich bestimmten professionellen Standards unterwerfen. Und tatsächlich haben die größten informatischen Fachgesellschaften, wie eben in Deutschland die Gesellschaft für Informatik, aber auch international ACM oder ähnliche Institutionen, ethische Leitlinien, denen man sich als Mitglied unterwirft. Und in vielen Fällen, so auch bei der GI und bei ACM und IEEE, wurden die in den letzten Jahren gerade grundlegend überarbeitet, auch eben im Hinblick auf Big Data und künstliche Intelligenz. Die zweite Herangehensweise, sich über Ethik und digitale Technologien Gedanken zu machen, ist, über die Nutzung von Technologien nachzudenken und da zu schauen, in welcher ethischen Pflicht oder Verantwortung stehen denn die Nutzerinnen und Nutzer von Technologien. Hier kann man bestimmte Fragen stellen. Ich habe exemplarisch nur mal drei rausgepickt. Zum Beispiel, sollten Individuen die Freiheit haben, rassistische Kommentare online zu posten? Für welchen Zweck dürfen Kundendaten genutzt werden? Oder müssen Regierungen die Daten ihrer Bürger schützen? Und falls ja, wie soll das geschehen? Welche Interessen müssen hier gegebenenfalls gegeneinander abgewogen werden? Und hier wird schon klar, dass Nutzer ein weites Feld ist. Das kann sowohl der individuelle oder die individuelle Nutzerin sein von der Software, aber auch Unternehmen als Organisationen, die Software nutzen, oder eben Regierungen. Die dritte Säule im Grunde genommen dieses Wechselverhältnisses von Ethik und Informationstechnologien ist die Ethik des Designs. Und hier geht es eben um die Frage, ob Technologien selbst auch schon ethisch bewertet werden können. Also jenseits ihrer Nutzung, ob man in die Technik selber, ob diese auch schon moralisch bewertet werden kann. Und in diesem dritten Feld, dieser Ethik des Designs, gibt es im Grunde genommen zwei unterschiedliche, aber komplementäre Aufgaben. Einerseits die Analyse von bestehenden Technologien hinsichtlich moralischer Kriterien, aber auch das Design von neuen Technologien mit bestimmten Werten oder Prinzipien schon im Hinterkopf. Und was dahinter steht, ist die These, dass eben Computerethik sich nicht nur mit den ethischen Fragestellungen, die sich aus der Nutzung ergeben, beschäftigen sollen, sondern mit den Technologien selbst. Und dahinter steht, und da wird es gekoppelt wieder an den Start des Vortrags, die Idee, dass Technologien eben nicht moralisch neutral sind, sondern dass man in ihnen bestimmte Tendenzen finden kann, dass entweder bestimmte Werte oder moralische Normen behindert oder befördert werden. Und wenn das der Fall ist, wenn man sozusagen Technologien analysieren kann hinsichtlich der Frage, ob sie bestimmte Werte behindern oder verhindern, wie zum Beispiel Privatsphäre-Schutz oder Gerechtigkeit, dann ist die Frage, wenn das geht, können wir dann nicht konstruktiv in Technologien auch schon bestimmte Werte einschreiben? Und das kennt man natürlich mittlerweile unter Privacy by Design und Security by Design. Es gibt allerdings schon seit den 90ern den Ansatz, der unter den Stichworten entweder Values in Design oder Values Sensitive Design läuft. Und hier ein Zitat von Mary Flanagan und anderen, die schreibt, im Grunde genommen geht es darum, dass in der idealen Welt Technologien eben nicht nur instrumentelle Werte wie Effizienz, Sicherheit, Zuverlässigkeit oder einfache Bedienbarkeit danach bewertet werden, sondern auch eben nach sozialen, moralischen und politischen Werten, denen sich den Gesellschaften zustimmen. Und wenn das der Fall ist, dann haben eben Entwicklerinnen und Entwickler auch eine Verantwortung, diese Werte zu berücksichtigen, wenn sie arbeiten. Was da natürlich schon drinsteckt, ist eine gewisse Kritik an Values in Design, weil es natürlich immer die Frage ist, wessen Werte setzen sich in welchen Kontexten durch. Und sozusagen das geht vor allen Dingen zurück auf Batya Friedman und Helen Nissenbaum, die sich für Values in Design auch konkrete Methoden entwickelt haben, wie man denn das anstellen muss, wenn man sowas Abstraktes wie Gerechtigkeit in Software einbauen soll. Also zunächst mal zu konzipieren, was meint man denn damit? Weil zunächst mal werden alle sagen, Gerechtigkeit ist mir total wichtig. Wenn ich aber dann frage, was heißt das denn genau? Gleiches Geld für alle oder je nach Leistung, dann scheiden sich schon die Geister. Und wenn man dann nach den präferierten Steuermodellen fragt oder nach den präferierten Parteien, die bestimmte Steuermodelle propagieren, dann geht das eben weit auseinander. Und das gleiche Problem hat man natürlich nicht nur in der Steuerpolitik, sondern auch bei Value-Sensitive Design, dass sich auf der abstraktesten Ebene natürlich alle über die Wichtigkeit von Werten einig sind. Aber wenn es ins Detail und die Implementierung geht, dann wird es natürlich schwieriger.
Das sind sozusagen diese drei unterschiedlichen Blickwinkel auf dieses Verhältnis von Ethik und digitalen Technologien. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass meines Erachtens die alle drei komplementär zueinander zu denken sind und alle drei wichtig sind und dass sie aber noch nicht komplett ausreichen, um vor allen Dingen in diesem Phänomenbereich Ethik und Big Data dafür zu sorgen, dass letztlich auch ethische Produkte rauskommen. Werfen wir einen kurzen Blick auf KI und Big Data. Die Geschichte der künstlichen Intelligenz ist ja eine Geschichte mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Es wird auch oft davon geredet, dass es wieder die Winter der KI gab, wenn dann sozusagen wieder nach sehr erhöhten Erwartungen, was die künstliche Intelligenz jetzt leisten kann, wieder große Ernüchterungen kam. Und im Moment sind wir wieder auf so einer großen Hochphase, wo extrem viele Hoffnungen sich koppeln an künstliche Intelligenz. Unter dem Begriff wird im Moment vieles verstanden, auch nicht das in der ganzen Breite, wie das in der Geschichte der künstlichen Intelligenz verhandelt wurde, weil im Moment tatsächlich sehr viel Fokus gerichtet wird auf maschinelles Lernen als eine bestimmte Art der statistischen Analyse großer Datenmengen. Und das Bild unten rechts soll das auch ein Stück weit beleuchten, dass natürlich die Ursache, warum wir jetzt wieder so einen großen Höhenflug des Begriffs künstlicher Intelligenz haben, ist, dass in vielen Bereichen der KI große Fortschritte erzielt wurden, weil man auf Basis großer Datenmengen bestimmte Analysen fahren konnte. Also sowohl für Computer Vision, aber auch für andere Mustererkennungsverfahren. Dementsprechend, mein Punkt ist hier zu sagen, im Moment ist viel Debatte über KI eben eine Diskussion über maschinelles Lernen auf der Grundlage von großen Datenmengen. Und deswegen will ich, wenn ich mich diesen ethischen Fragen widme, jetzt auch zunächst nochmal auf diese Daten eingehen, weil viele der Probleme, aber auch viele der nützlichen Fragen rund um Big Data und KI erwachsen aus dieser Verfügbarkeit der großen Datenmengen. Eine Definition dessen, was Big Data denn sein soll, jenseits dieser zuvor genannten, auf der vorherigen Folie wurde Big Data ja ausgezeichnet durch vier Vs, nämlich einerseits Volume, die reine Menge an Daten, aber auch Velocity, die Geschwindigkeit, mit der Daten erhoben werden, verarbeitet werden können, teilweise in Realtime Prognosen oder Entscheidungen gefällt werden können. Variety, da geht es um die Unterschiedlichkeit von Datenquellen und Datentypen, da komme ich gleich nochmal drauf. Und Veracity, da geht es eben darum, dass es nicht immer um rein sehr saubere Daten geht, sondern eben auch um teilweise sehr Daten sehr unterschiedlicher Qualität. Eine ganz andere Definition aber von Big Data ist von Boyd und Crawford, die im Grunde genommen schreiben, dass Big Data gleichzeitig ein kulturelles, technologisches und wissenschaftliches Phänomen ist, das auf Basis von drei Bestandteilen und deren Wechselverhältnis basiert. Nämlich erstens der Technologie. Dadurch, dass sich in den letzten Jahren eben die Rechenleistung und die Genauigkeit algorithmischer Verfahren verbessert hat, in der Art und Weise, wie große Datensets gesammelt, analysiert und verglichen werden können. Das zweite ist die Analyse, dass man nämlich auf Basis dieser großen Datensets dann Muster erkennt, um darauf basierend dann ökonomische, soziale, technische oder rechtliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das wird insofern hier relevant, weil man hier den Bereich des rein mathematisch-technischen bereits verlässt und Schlussfolgerungen für andere Bereiche bezieht. Und das Dritte, was Sie betonen, ist die Mythologie, nämlich der Glaube daran, dass diese großen Datensätze jetzt eine höhere Form von Intelligenz und Wissen generieren, als das vorher der Fall war, mit dieser Aura von Wahrheit, Objektivität und Genauigkeit. Und da werden wir natürlich später noch ein bisschen reinbohren. Wenn man jetzt mal weggeht von diesen Definitionen und sich hinschaut, wovon reden wir denn genau bei Big Data, dann sind das natürlich ganz unterschiedlichste Arten von Daten. Links oben, das ist ein Bild der Stuttgarter Künstlerin Doris Graf, das ich immer wieder gern verwende, was man daran sieht. Ich hoffe, es ist erkennbar. Es ist eine grau schraffierte Frau, die online Anzeigen liest oder Artikel liest, auf irgendetwas klickt. Und während sie das tut, wird sie klassifiziert als weiblich, nicht verheiratet, Nichtraucherin und Ähnliches. Und das ist natürlich so eine sehr gute Visualisierung von Profiling, was stattfindet und sozusagen Mustererkennung über und Profilbildung über unser Verhalten online. Weitere Datenpunkte sind natürlich Kreditkarten, jegliche Form von Transaktions- und Konsumdaten, was ich kaufe, wie viel ich bezahle, wo ich bezahle, Ähnliches. Rechts oben das Internet, Handys hinterlassen mir natürlich extrem viele Datenspuren. Allein schon das Wissen darum, wo sich ein Mobiltelefon zu welchem Zeitpunkt befindet, lässt extrem tief blicken, weil dann ersichtlich wird, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, wie wir uns fortbewegen. Im Moment natürlich weniger als sonst, aber es lässt sich damit extrem viel nachvollziehen,
was jetzt auch diese Debatten rund um Corona-Apps natürlich wieder mit sich führen. Unten in der Mitte das Bild Open Government, hier geht es um Daten, das habe ich nur versinnbildlichen wollen, um all die Daten, die der Staat hat, sei es durch Finanzdaten, Meldeämter und ähnliches. Und unten links IoT-Internet, Internet der Dinge, all die Sensordaten, die jetzt vielleicht gar nicht personenbezogene Daten rund um Verkehrsflüsse und ähnliches erheben. Nur mal so exemplarisch, das sind so ein paar Daten, von denen man reden kann im Kontext von Big Data. Natürlich fallen auch extrem viele Daten in der Wissenschaft an, tun das schon ganz lange. Die Frage ist aber, was passiert, wenn jetzt neue Datentypen noch dazukommen, sei es in den Sozialwissenschaften, in der Physik, in ähnlichen Bereichen. Und wenn man exemplarisch sich nur mal die Medizin anschaut, dann wird klar, welch unterschiedlicher Natur diese Daten sein können, von Daten aus Patientenakten, Sensordaten aus Klinikkontexten, genetische Testversuche oder Testreihen und Daten daraus und natürlich all die Datenspuren, die wir hinterlassen mit Fitbits, Wearables, Smartwatches oder Suchanfragen, die eine medizinische Relevanz haben. Das Interessante ist natürlich jetzt nicht, dass diese Daten existieren und irgendwann liegen, irgendwo liegen, sondern dass man sie analysieren kann, ineinander zu Bezug setzen kann und daraus bestimmte Dinge ableiten kann. Und damit kommen wir zum ersten Problem rund um dieses Themenfeld Big Data, künstliche Intelligenz und Ethik. Diese Daten, die ich exemplarisch nur ein paar davon gerade dargelegt habe, können natürlich für ganz unterschiedliche Zwecke herangezogen werden. Sei es für sowas wie Empfehlungssoftware bei großen Internetkonzernen, für Filtern, für Informationsfiltersysteme, sei es für Spracherkennung, aber natürlich auch für Gesichtserkennung, weil das ja auch eine Form von Mustererkennung ist. Und ein Beispiel, auf das ich häufiger noch im Vortrag zurückkommen werde, ist, sieht man durch die zwei Gesichter, die abgebildet sind. Hier geht es um die Software Compass, die schon stark diskutiert wurde, nachdem ein Magazin ProPublica eine Analyse dieser Software gemacht hat. Bei Compass geht es darum, das ist eine Software, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der bereits straffällig war, erneut straffällig wird, prognostizieren soll anhand bestimmter Daten. Und was ProPublica nachweisen konnte, ist, dass diese Software systematisch Afroamerikanern schlechtere Prognosen gibt. Und danach gab es eine heiße Debatte darüber, woher diese Diskriminierung kommt und wie die auch zu beheben sei. Das Problem, was wir hier sehen, ist, wenn man über Daten, KI und Ethik spricht, ist, dass es eine riesige Vielfalt, Komplexität und Dynamik einerseits der Technologien selbst geht, der unterschiedlichen Verfahren, aber auch der Entwicklungs- und Anwendungskontext. Es macht eben einen Unterschied, ob ich Mustererkennung einsetze, um sozusagen pathogenes Gewebe zu erkennen oder ob ich vorhersagen will, ob jemand straffällig wird und ob er darauf eine Bewährung bekommt oder nicht. Und entsprechend vielfältig und komplex sind auch die ethischen Fragen. Und die Frage, die sich natürlich für die Regierung stellt, aber nicht nur für die Regierung, ist, wie sieht es denn aus mit Regulierungsfragen in solchen dynamischen und komplexen Kontexten? Was ich vorschlage, sowohl für die Ethik, aber auch für Governance-Fragen, ist eine Art von Ökosystemperspektive auf Daten und KI. Und das will ich in Folge jetzt ein bisschen aufschlüsseln, was ich damit meine. Unter Ethik Plus und mehr Ebenen-Governance, das ist ein Begriff aus dem Bericht der Datenethikkommission. Kommen wir erstmal zur Analyse. Ich könnte natürlich jetzt einen rein ethischen Blick auf KI und Big Data werfen, aber was ich versuche zu argumentieren ist, dass man schon allein analytisch ethische Fragen oft erst beantworten kann, wenn man auch erkenntnistheoretische Fragen und politische Fragen gleichzeitig stellt. Und vor allen Dingen, wenn man dann handlungsleitend sein will, muss man das mit rechtlichen, ökonomischen, aber natürlich auch technischen und weiteren Fragen zusammendenken. Ich will mich im Folgenden nur auf diese drei Pfeiler berufen, Erkenntnistheorie, Ethik und Politik, um die exemplarisch einmal durchzuskizzieren, welche Art von Fragen man hier stellen kann, bevor ich dann nochmal übergehe zum Bericht der Datenethikkommission. Bleiben wir erstmal bei den Erkenntnistheoretischen und gehen zurück zu dieser Software, dieser Compass-Software. Wie gesagt, es geht darum, dass diese Software ja vorhersagen soll, ob jemand straffällig wird und ProPublica sozusagen konnte nachweisen, dass Afroamerikaner hier systematisch schlechtere Prognosen bekommen. Wenn ich es präziser formulieren würde, müsste man sagen, es geht um folgendes Problem. Ich kann in dem Fall dieser Software ja vier unterschiedliche Entscheidungen treffen und zwei unterschiedliche Fehler machen. Wenn ich vorhersage, jemand wird straffällig und der wird erneut straffällig, ist es richtig, wenn ich sage, er wird nicht straffällig, sage das vorher und der wird auch nicht straffällig, ist alles auch im grünen Bereich. Und wenn ich aber jemandem vorhersage, er wird straffällig und er wäre es nicht geworden oder umgekehrt, ich sage vorher, er wird nicht straffällig, er wird es aber wieder, sind das ja zwei unterschiedliche Fehler. Und was man zeigen konnte, ist, dass die Art des Fehlers eben unterschiedlich, dass die durchschnittliche Genauigkeit für beide
Personengruppen für Afroamerikaner und weiße Amerikaner gleich war, aber dass für die Weißen die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Diagnose oder die Prognose bekommen haben, wird nicht straffällig, obwohl sie es wurden, dieser Fehler sehr viel höher ist und bei Afroamerikanern genau andersrum. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil die Richtung des Fehlers natürlich einen massiven Unterschied macht, nicht nur in dem Kontext, sondern auch zum Beispiel bei Krebsdiagnostik oder Ähnlichem. Also was ist meine Art, habe ich einen Alpha- oder einen Beta-Fehler, wenn man es anders formulieren will. Um jetzt zu entscheiden, ob es eine gute Idee ist, so eine Software zur Unterstützung von Entscheidungen heranzuziehen, müsste ich im Grunde genommen zunächst mal verschiedene Fragen stellen, die erkenntnistheoretischer Natur sind. Ich müsste wissen, wie ist es bestellt, um die Qualität der Datenquellen, die Qualität und Angemessenheit der Algorithmen und Methoden. Und erst dann könnte ich im Grunde genommen ein valides Urteil abgeben, ob denn die Analysen und die Prognosen und auch die Entscheidungen, die darauf basieren, gut sind. Das Problem ist, dass diese Aspekte extrem schwierig zu überprüfen sind aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal gibt es eine doppelte Intransparenz. Das eine ist, funktional hat man bei Compass, also bei dieser Software, aber ganz oft bei proprietären Systemen aufgrund von Geschäftsgeheimnissen keinen Zugang zu Daten oder Software. Das heißt, ich kann das aus rechtlichen Gründen schon nicht prüfen, ob diese Software das hält, was sie verspricht. Das zweite Problem ist, selbst wenn ich das hätte, sind oft diese Systeme und die Berechnungen, also der Link von Input zu Output, wenn man so will, sehr komplex. Insbesondere bei maschinellem Lernen können dann eben auch Expertinnen und Experten oft nicht mehr verstehen, auf Basis welcher Kriterien eine Software welche Prognose gefällt hat. Dazu kommt noch, Datenanalysten sind im Moment sehr begehrt und die Frage ist, es gibt einen Mangel an Kompetenz und Expertise und auch eine Frage, wer sich diese Köpfe leisten kann. Ob zum Beispiel irgendwie der Staat, um bestimmte Software zu überprüfen, denn überhaupt die Ressourcen hat, das zu machen oder ob nicht die Industrie da einfach alle guten Leute abwerben wird. Und natürlich in dem Moment, wo man Big Data und künstliche Intelligenz als diese neutralen Werkzeuge, die ja nur auf Basis von Daten sozusagen Entscheidungen treffen und nicht menschlich beeinflusst sind, darstellt, das erschwert natürlich auch nochmal so eine kritische Analyse. Wenn wir jetzt diese erkenntnistheoretischen Fragen alle gestellt hätten, bleiben natürlich immer noch eine ganze Reihe von ethischen Fragen. Und ich möchte jetzt auch nur ganz exemplarisch einmal aufschlagen. Das Beispiel, das gerade genannte Beispiel Compass, aber auch alle Debatten rund um Cambridge Analytica haben ja eine ganze Reihe von Fragen aufgemacht. Und davon ist Privatsphäre ja, weiß Gott, jetzt nur eine. Da stellen sich vielfältige Fragen rund um Diskriminierung, aber auch Fragen rund um Autonomie und Freiheit. Nämlich bei der Frage, ob ich gegebenenfalls durch Nudging oder durch Art von Wählerbeeinflussung in meiner Autonomie beeinflusst worden bin. Also zumindest wurde das ja heiß diskutiert, auch in Bezug auf den US-Wahlkampf und die Brexit-Abstimmung. Wenn wir insgesamt darüber nachdenken, bestimmte Entscheidungen entweder komplett zu delegieren an Software oder zumindest unsere Entscheidungen sehr stark darauf basieren zu lassen, stellt das natürlich Fragen in Bezug auf die soziotechnisch verteilte Handlungsfähigkeit, auch Fragen, was bringt das mit sich für Fragen der Verantwortung und auch der Haftbarkeit, wenn ich bestimmte Entscheidungen delegiere, vor allen Dingen an selbstlernende Systeme, hier beispielhaft eben zum Beispiel im Kontext von Algorithmic Trading, also im Bankenwesen oder bei Militärrobotern. Stichwort Roboter, auch die Verteilung oder die Delegation von Arbeit an Software stellt natürlich auch breiter noch Fragen zur Zukunft der Arbeit und Verteilungsgerechtigkeit. Hier wurde ja zum Beispiel auch diskutiert, ob es zum Beispiel Steuern geben soll für Roboter oder künstliche Agenten. Und zu guter Letzt, die große Frage, die natürlich da oben drüber steht, ist die Frage, was denn das gute menschliche Leben ist in diesen soziotechnisch vernetzten Welten mit intelligenten, nichtmenschlichen Akteuren. Also auch wenn man lange darüber diskutieren kann, bis zu welchem Grad denn KI wirklich intelligent ist und was damit unter Intelligenz gefasst ist, haben wir es natürlich zunehmend mit Systemen zu tun, die zumindest teilautonom agieren. Und die Frage ist, was macht das mit uns in der Rückwirkung? Also kurzes Zwischenfazit dazu ist zu sagen, ich glaube, diese beiden Beispiele zeigen schon, dass wenn man Ethik in der Informationstechnologie oder in Bezug auf Computertechnologien berücksichtigen will, dann muss das immer ein Zusammenspiel sein von Ethik der Nutzung, der Profession und des Designs. Weil zum Beispiel bei dem Compass-Beispiel gab es bestimmte Versäumnisse und Probleme in den Methoden des Entwickelns, da könnte man auch nochmal reinbohren gegen Ende. Und auf der anderen Seite ist aber auch die Frage, was muss denn ich als Anwenderin und Anwender, in dem Fall Gerichte, überhaupt wissen und was müssen meine Ansprüche sein, damit ich eine bestimmte Software einsetze. Also wir haben Fragen der Technik selber, wie man bewerten kann, ob die Methoden in Ordnung waren, was das heißt für die Profession der Entwicklerinnen und Entwickler, aber auch, was die Anwenderinnen und Anwender machen müssen. Ich glaube aber, dass diese Beispiele zeigen, dass man über diese Betrachtung dieser drei Komponenten noch ein Stück weit hinausgehen muss.
Das eine ist natürlich, gerade im Kontext von KI und Big Data ist es natürlich so, dass diese verteilte Handlungsfähigkeit nochmal viel massiver ist als bei klassischer Software. Wir haben Datenflüsse, die zwischen unterschiedlichen Systemen hin und her gehen. Das beschränkt natürlich auf der einen Seite die Möglichkeiten des ethischen Handelns des einzelnen Akteurs massiv, weil er beschränkt ist durch die Vorgaben. Und ganz zentral sind hier natürlich, das diskutieren wir jetzt auch rund um diese Corona-Apps natürlich, die Vorgaben von den mächtigsten Playern im Feld, also sprich, wenn Google und Facebook über ihre App-Stores bestimmte Sachen setzen, haben die dann eine extreme Machtzentralität und beschränken oder ermöglichen, je nachdem, wie sie es machen, natürlich ethisches Verhalten unterschiedlicher Akteure. Also was ich damit sagen will, ist, man braucht gerade im Kontext von KI und Big Data so eine Ökosystemperspektive, wo man sich klar macht, dass die Handlungsfähigkeit von unterschiedlichen Akteuren soziotechnisch verteilt ist, dass die ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen eine Riesenrolle spielen und dass natürlich da Machtfragen gestellt werden müssen, weil unterschiedliche Akteure sehr viel mehr oder weniger Macht haben und in einer ganz anderen Art und Weise beschränkt sind, als man das vielleicht denkt. Und wie gesagt, der Blick auf diese Debatten rund um diese Corona-Tracing-Apps und was da geht und was da nicht geht und aus welchen Gründen das geht, ist da wahrscheinlich einer, der das sehr deutlich macht. Das Zweite ist nochmal eine Wiederholung zu sagen, Ethik kann viel und soll auch viel, aber ich glaube, sie muss im Zusammenspiel gedacht werden, eben mit einerseits anderen oder weiteren analytischen Herangehensweisen und zum anderen auch unterschiedlichen Instrumenten. Und auf die Instrumente komme ich jetzt im letzten Schritt nochmal, wenn ich über die Frage von Politik in dem Kontext spreche. Politische Fragen zu KI und Big Data kann man in zwei Richtungen stellen. Man kann zunächst mal fragen, welche Rolle kann und soll Big Data und KI für Politik und Administration spielen? Und auch hier sozusagen klassischerweise erstmal, welchen Nutzen kann Big Data insgesamt für Administration haben, für Smart City Governance, aber nochmal gerade aktuell diese ganzen Debatten rund um Datenspende, Apps vom RKI oder Corona-Apps, da wird das nochmal manifester, diese Idee, dass natürlich das Vorhandensein von Daten auch eine extreme Nützlichkeit mit sich bringen kann. Andersrum herum ist die Frage allerdings, welche Art von Politik braucht man denn, um KI und Big Data zu regulieren, um es im Sinne sowohl individueller Interessen als aber auch des Gemeinwohls zu regulieren. Und ich habe da eine Grafik, die ich seit Jahr und Tag verwende und die jedes Jahr ein bisschen komplizierter wird bei Fragen rund um Governance von KI und Big Data. Weil es geht ja im Grunde genommen um Folgendes. Wir haben bestimmte Ziele, die sind entweder ethische Prinzipien oder Normen oder Werte, oder auch rechtliche Vorgaben, so etwas wie Schutz der Privatsphäre oder Schutz vor Diskriminierung, sind ja nicht nur Werte, sondern es sind auch Grundrechte, die wir haben. Und die Frage ist aber jetzt, wenn wir bestimmte Verfahren auf einmal digitalisieren, wie kann ich denn sicherstellen, dass die gleichen Rechte auch noch im digitalen Kontext stattfinden? Und hier haben wir meines Erachtens unterschiedliche Hebel, die wir ansetzen können, um sozusagen Big Data und KI so zu regulieren und zu steuern, dass man am Ende sozusagen diese Art von Zielen eingeschrieben hat. Und zwar haben wir auf der einen Seite, ich gehe die nur ganz kurz durch, natürlich rechtliche Vorgaben, das kann sowas sein wie Datenschutzgrundverordnung, aber auch kartellrechtliche Regelungen. Dann gibt es komplementär dazu Selbstverpflichtungen von Unternehmen. Ich bin da notorisch immer skeptisch, vor allen Dingen dann, wenn das den starken Geschäftsinteressen von Unternehmen zuwiderläuft, dann glaube ich immer nicht so wirklich an Selbstverpflichtungen, aber es kann natürlich ergänzend eine große Rolle spielen. Unter Governance by Design sind jetzt all diese Ideen zu verstehen, die ich vorhin unter Values in Design auch schon angerissen hatte, nämlich die Frage, in welcher Art und Weise ich bestimmte Maßnahmen schon bei der Technologiegestaltung berücksichtigen kann. Sowas wie Security by Design, Privacy by Design, Data Protection by Design, aber auch bestimmte Überlegungen, wie ich denn Diskriminierung nachweisen kann in Software und gegebenenfalls auch minimieren kann. Großer Punkt, der oft auch nicht so wirklich im Blick ist, ist die Rolle von Standards und Zertifizierungen, DIN-Normen, aber auch andere Standards. Dann Forschung und Bildung. Forschung, im Moment gibt es relativ viel Forschung im Kontext von FATML, also Fair, Accountable and Transparent Machine Learning, wo es eben darum geht, wie kann ich denn in der Forschung der Machine Learning Community selber daran arbeiten, dass ich Verfahren nachvollziehbarer mache, dass ich Diskriminierung nachweisen und minimieren kann und so weiter. Bildung ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber jetzt nicht im Sinne von, wir informieren den Bürger, damit er selbstbestimmt entscheiden kann. Ich halte das im Moment in der aktuellen Sachlage für einen Mythos, dass man völlig selbstbestimmt sich im digitalen Raum bewegen kann, weil es ganz oft so ein Friss oder Stirb ist. Also entweder man akzeptiert bestimmte Bedingungen oder man kann halt bestimmte Services nicht nutzen.
Und zugrunde liegend sind natürlich Fragen von Datenökonomien und Geschäftsmodellen. Also ich kann natürlich sehr viel versuchen zu ändern, aber wenn wir im Moment sozusagen ein System haben, wo wir für viele Services nicht mehr mit Geld bezahlen, sondern mit Daten, sind bestimmten Bemühungen, das zu ändern, natürlich auch Grenzen gesetzt, insofern sich nicht die Geschäftsmodelle ändern. Damit komme ich im Grunde genommen von dieser Folie, weil das koppelt auch so ein bisschen diese, das ist ein bisschen auch eine Blaupause für die Art und Weise, wie wir auch in der Datenethikkommission Governance verstanden haben. Und damit würde ich jetzt zum letzten Punkt des Vortrags kommen, nochmal zu dem Bericht der Datenethikkommission. Vielleicht ein paar, zwei, drei Vorbemerkungen zum Ablauf und dann gehe ich ein bisschen auf die Inhalte ein und dann können wir das ja in der Diskussion noch ein bisschen diskutieren. Es war ja so, dass in dem Koalitionsvertrag drin stand, dass zeitnah eine Datenethikkommission eingesetzt werden soll, die Regierung und Parlament innerhalb eines Jahres einen Entwicklungsrahmen für Datenpolitik, den Umgang mit Algorithmen, KI und digitalen Innovationen vorschlägt. Damit wird so ein bisschen ein Problem schon klar, das Feld ist nämlich unglaublich breit, also alles, was mit Daten, Algorithmen, KI und Innovationen zu tun hat, innerhalb eines Jahres, in allen Kontexten, in allen Domänen. Ja. Und sozusagen die Idee war, man sollte ethische Maßstäbe und Leitlinien, aber auch konkrete Handlungsempfehlungen geben. Und die drei Themenfelder, die uns vorgegeben waren, waren algorithmenbasierte Prognose- und Entscheidungsprozesse, also sowas wie was unter Automatic Decision Making fällt, KI und Daten. Und wir haben dann im Grunde genommen, das hat für uns jetzt erstmal, wir haben das versucht so aufzuschlüsseln, dass wir Daten und algorithmische Systeme als zwei komplementäre Perspektiven aufgefasst haben. Das war für diejenigen, die eher informatisch unterwegs waren, erstmal eine schwierige Aufschlüsselung, weil man sagt, ja gut, die KI funktioniert ja ohnehin nur mit Daten und die werden dann eingesetzt für Entscheidungsprozesse. Wo soll man denn da eine Trennlinie ziehen? Und dann ist uns irgendwann klar geworden, dass das eher aus einer rechtlichen Perspektive auch gedacht war, wo unter der Brille von Daten immer eher so Datenschutz und Data Protection gesehen wurde und unter Algorithmen eher Fragen rund um Haftung. Und wir haben aber im Grunde genommen gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, über Algorithmen zu sprechen. Es geht immer um algorithmische Systeme und auch darauf werde ich kurz noch eingehen. Wir haben einige Leitgedanken gehabt, die uns erstmal sozusagen geleitet haben in der Art und Weise, wie wir diese Arbeit in diesem Gutachten angegangen sind. Ich will die jetzt gar nicht in epischer Breite diskutieren, aber es geht natürlich um sowas wie, dass man eine werteorientierte Gestaltung von Technologie propagieren will, dass es um den Schutz persönlicher Freiheiten und Integrität geht, dass natürlich die Wahrung und Förderung von Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt Ziele sind. Also das waren sozusagen ganz vorab so ein paar Leitgedanken, die uns beeinflusst haben in der Art und Weise, wie wir an dieses Gutachten rangegangen sind. Das ist ein Bild von der Gruppe. Wir waren 16 Personen, davon waren drei institutionelle Mitglieder der VZBV, also Verbraucherschutzverband, dann der BDI und der Bundesdatenschutzbeauftragte. Das waren die drei institutionellen Mitglieder, alle anderen 13 waren ad personam, also persönlich berufene Mitglieder, die auch nicht vertreten werden konnten und die nur in ihrer eigenen Kapazität gesprochen haben. Und Christiane Wendehorst und Christiane Wopen waren die beiden Co-Sprecherinnen. Wir haben uns monatlich getroffen, jeweils anderthalb bis zwei Tage. Also ursprünglich haben wir von Mittag bis Mittag getagt und dann wurden dann überall später dann aber natürlich zwei volle Tage draus und später auch noch dann eben noch längere Tage, aber das waren im Grunde genommen, hatten wir nur ein Jahr. Wir haben zwei öffentliche Veranstaltungen gemacht, einmal zu Selbst- und Fremdbestimmung im Zeitalter künstlicher Intelligenz, das war auf Deutsch, und einmal einen internationalen Workshop, einen internationalen Roundtable Towards Ethical Shaping of Our Digital Future. Was ist jetzt rausgekommen nach einem Jahr? Wir haben das letzten Oktober der Bundesregierung übergeben. Und das war sozusagen der Aufbau dieses Gutachtens, was dann doch, steht da drüben im Regal, knapp 280 Seiten hat. Deswegen werde ich das nur in Kürze anskizzieren, dass man eine grobe Idee hat, was wir behandelt haben. Der Schwerpunkt des Gutachtens waren eben diese zwei Brillen oder Perspektiven, einerseits auf Daten und andererseits auf algorithmische Systeme. Nochmal vor dem Hintergrund, dass das eine eher gedacht war, auch Richtung, was passiert mit den Daten. Das ist natürlich ineinander verschränkt, aber es ergeben sich daraus unterschiedliche regulatorische Fragestellungen. Und das haben wir sozusagen in diese Daten- und Algorithmenperspektive, ging es bei dem Datenkapitel um Datenrechte und Datenpflichten unterschiedlicher Akteure. Und bei den Algorithmen eben um die Anforderungen an diese algorithmischen Systeme. Wir haben am Anfang, und das merkt man auch diesem Gutachten an, also wirklich der absolute Schwerpunkt ist auf diesen Kapiteln und auf diesen Teilen E und F. Und der Rest ist sozusagen eher einleitender, erklärender, erläuternder Natur. Im Grunde genommen zu sagen,
wenn wir diese ethischen und rechtlichen Grundsätze und Prinzipien verwirklichen wollen, gegeben die technologischen Grundlagen von Big Data und KI und gegeben der unterschiedlichen Governance-Instrumente, die wir haben, was soll dann getan werden? Und was dann getan werden soll, das wird eben aufgeschlüsselt in diesen Kapiteln Daten und algorithmische Systeme. Bei den ethischen Grundsätzen, das Gutachten ist wirklich ein bisschen anders geworden als zum Beispiel das und andere Papiere, die auch veröffentlicht worden sind, wie eben das White Paper der Europäischen Kommission, dieser High-Level Expert Group. Das Aufschlüsseln der ethischen Grundsätze und Prinzipien nimmt wesentlich weniger Raum ein als jetzt eben diese Schwerpunktkapitel Daten und algorithmische Systeme. Und wir haben uns hier relativ knapp um bestimmte allgemeine ethische und rechtliche Grundsätze und Prinzipien skizziert, wie eben die Würde des Menschen, Selbstbestimmung, Privatheit, Sicherheit, Demokratie, Gerechtigkeit, Solidarität und Nachhaltigkeit. Und gesagt, wenn das denn Ziele sind, die wir erfüllen wollen, wie kann das denn gehen unter den gegebenen Umständen? Bei den technischen Grundlagen, auch da nur ein ganz kurzer Blick drauf, um klarzumachen, welche Logik uns da geleitet hat. Ich war Teil des Technikteams sozusagen in der Datenethikkommission und wir haben versucht, erstmal aufzuschlüsseln, durch so eine Art von Zoom-out klarzumachen, worüber reden wir denn. Wir müssen reden über die Daten, über die Begriffe und Eigenschaften von Daten, über Datenmanagement, über Big Data und Small Data. Dann geht es um die Datenverarbeitung, weil die Daten existieren ja nicht nur, sondern man macht was mit denen und man kann unterschiedliche Dinge tun. Was sind Algorithmen? Was sind unterschiedliche Formen des statistischen Schließens? Was ist das Besondere an maschinellem Lernen und an KI und in welcher Art und Weise muss man das immer systemisch betrachten? Um dann zu sagen, im nächsten Schritt müssen wir uns die Software angucken als Ganzes, die Hardware und die Systemarchitekturen bis hin zu diesen komplexen Datenökosystemen, wo eben Daten fließen zwischen unterschiedlichen Softwaren und unterschiedlichen Institutionen über APIs und Ähnliches. Das war uns wichtig, weil uns wichtig war, dass auch diejenigen, die regulieren müssen, ein Verständnis dafür haben, wie komplex diese Systeme sind und dass man sowohl, wenn man wissen will, wie das funktioniert, als auch wo man ansetzen kann für Regulierung, das gut verstehen muss. Der dritte Teil ist zu sagen, also wir haben das genannt, mehr Ebenen-Governance, komplexer Datenökosysteme. Da geht es eben einerseits, was kann der Staat tun in seinen unterschiedlichen Funktionen? Was können Unternehmen tun? Da gab es das Stichwort im Corporate Digital Responsibility. Was ist wichtig im Kontext von Bildung? Was kann man machen bei der Technologieentwicklung selbst oder bei ethisch fundiertem Design? Welche Rolle spielt Forschung? Welche Rolle Standardisierung? Und wie hängen diese beiden Perspektiven von Daten und algorithmischen Systemen zusammen? Und das ist natürlich ziemlich nah an dem dran, was da auch in meiner Grafik vorhin, was ich vorhin schon aufgeschlüsselt hatte. In dem Datenkapitel, also da kommen wir jetzt zu den Inhalten, ich werde das aber wie gesagt nur relativ knapp anreißen. Wir haben uns damit beschäftigt, welche allgemeinen Anforderungen gibt es an den Umgang mit Daten, sowohl personenbezogene Daten, die ja von der Datenschutzgrundverordnung umfasst sind, als auch um nicht personenbezogene Daten und gerade im Kontext von KI, wo ja sozusagen Rückschlüsse auch aus ja, pseudonymisierten Daten getroffen werden, gibt es ja ein großes Feld von anderen Daten, aber es geht auch um Maschinendaten und Ähnliches. Und deswegen die Unterscheidung, wie kann man kontrollierten Zugang bei personenbezogenen Daten herstellen, aber auch, was muss diskutiert werden jenseits des Personenbezugs. Was wir gemacht haben, ist zu sagen, es müssten 6 Kriterien berücksichtigt werden oder es gibt 6 Anforderungen an den Umgang mit Daten, nämlich eine zunächst mal diese Idee, dass es ja nicht darum gehen kann, die Daten auf denen nur festzusitzen und die niemandem zur Verfügung zu stellen, sondern dass das Teilen und die Nutzung von Daten auch Fortschritte mit sich bringen kann, wenn es auf eine gute Art und Weise geschieht. Und ob das gut ist oder nicht, das bedarf einer vorausschauenden Verantwortung. Man muss die Rechte der beteiligten Personen achten. Die Datenqualität muss stimmen und zwar jeweils dem Zweck angemessen sein. Die Daten müssen sicher sein, also es muss sozusagen eine risikoadäquate Informationssicherheit geben und es muss eine interessensadäquate Transparenz darüber geben, wer welche Informationen zu welchen Zwecken verwenden kann. Und wenn wir jetzt dann aber ganz konkret aushandeln wollen, welche Datenrechte und welche Datenpflichten unterschiedliche Akteure haben, dann muss man das ja irgendwie bemessen und dann müssen das gegebenenfalls auch irgendwann Gerichte bemessen. Und da spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle, nämlich einerseits die Machtverteilung zwischen 2 Parteien. Ich mache das gleich an 2 Beispielen nochmal deutlich. Das Gewicht das klingt ja sehr juristisch, des für das Datenrecht sprechenden Individualinteresses. Welchen Beitrag hat jemand zu einer Datengenerierung geleistet? Wie ist das Individualinteresse
dieses Akteurs im Verhältnis zu anderen Akteuren zu gewichten und welche Interessen hat die Allgemeinheit. Damit das nicht so abstrakt bleibt, sind in dem Gutachten sehr viele Beispiele gebracht, damit man sich darunter vorstellen kann, was da gemeint ist. Zum Beispiel ein Beispiel, wenn zum Beispiel, ich gehe da mal kurz drauf ein, von den Sensoren moderner Landmaschinen gesammelte nicht personenbezogene Daten, zum Beispiel zu Bodenqualität und Wetter, werden von den Herstellern für die Erbringung zahlreicher Dienstleistungen, Predictive Maintenance und Ähnliches genutzt. Würde der Hersteller die Daten auch an mögliche Investoren oder an Verpächter weiterleiten, erhielten diese damit Informationen, welche dem landwirtschaftlichen Betrieb bei künftigen Verhandlungen über seine Flächen schaden können. Es ist nicht davon auszugehen, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb freiwillig zu diesem Zweck an der Generierung der Daten mitgewirkt hätte. Bei der ethischen Bewertung eines Unterlassungsanspruchs ist neben dem konkreten Machtverhältnis auch zu berücksichtigen, dass der Betrieb einen sehr gewichtigen Beitrag zur Generierung der Daten geleistet hat. An schutzwürdigen Interessen Dritten kämen nur das Erwerbsinteresse des Herstellers und ein Allgemeininteresse an der korrekten Information für Investoren, Verpächter in Betracht. Also damit klargemacht wird, es geht hier um unterschiedliche Akteure. Im Moment liegen die Daten oft in den Händen von bestimmten Eigentümern. Zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Boeing sind bestimmte Maschinendaten, die gehören dann Boeing von den Maschinen, die von den Flugzeugen, die herstellen. Und wenn Lufthansa Technik die zum Beispiel haben will für die Maintenance, dann gehören die aber jemandem anders. Und die Frage ist, wie kann man da Zulassung oder wie kann man da Zugriff auf solche Daten ermöglichen, auch in einem nicht personenbezogenen Kontext. Zweites Beispiel. Ein Eingestellter verpflichtet sich bei Abschluss des Arbeitsvertrags, die Standortfunktionen von Smartwatch und Mobiltelefonen sowie eine Reihe von datenerhebenden Applikationen zum Monitoring von Schlafverhalten und Emotionen auch im Privatleben stets eingeschaltet zu lassen und die Geräte dem Arbeitgeber jederzeit auf Aufforderung zum Auslesen der Daten zur Verfügung zu stellen. Selbst wenn die Angestellte in jede dieser Maßnahmen eingewilligt haben sollte und selbst wenn dies aus freien Stücken für diesen Arbeitgeber sie sich entschieden hat und ebenso gut das Angebot eines anderen Arbeitgebers hätte annehmen können, ergibt sich mindestens in der Gesamtschau eine vollständige oder annähernde Totalüberwachung, die mit der Menschenwürde von der Selbstbestimmung und der Privatheit nicht vereinbar ist. Also hier geht es um Datenflüsse zwischen dem Individuum und dem Arbeitgeber. Also um klarzumachen, in dem Kapitel Daten haben wir uns mit diesen unterschiedlichen Datenflüssen zwischen verschiedenen Akteuren und der Frage, welche Rechte und Pflichten sich für diese unterschiedlichen Akteure geben, beschäftigt. Wir haben in dem Artikel, in dem Gutachten auch ein paar rote Linien im Text markiert. Und zwar sind das einerseits mit den Grundrechten unvereinbare Eingriffe in den Kern der Privatsphäre. Also das, was das Beispiel gerade war, und die Integrität der Persönlichkeit durch Profiling und Scoring. Etwa bestimmte Formen der Ermittlung von Persönlichkeitszügen, Emotionen und zu erwartenden Verhaltensweisen. Um sich klarzumachen, das passiert im Moment natürlich. Das ist nichts, was fiktiv ist, sondern es gibt sozusagen Messungen von Gesichtsausdrücken, von Emotionalität und Ähnlichem. Und das ist aber etwas, wo wir eigentlich gesagt haben, eigentlich ist das nicht vereinbar, weil das zu eindeutig in die Privatsphäre eindringt. Was wir auch sozusagen als rote Linie gesehen haben, ist jegliche Form der, rund um die Debatten von diesem chinesischen Credit Score System, jegliche Form von Überwachungsgesamtrechnung oder Superscores. Auch die sittenwidrige Ausnutzung besonderer Notlagen oder eines pathologischen Gesundheitszustandes. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrus, aber das kennt man ja, also das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn jemand krank ist, dann könnte man gegebenenfalls sehr, sehr hohe Preise für Medizin verlangen. Und auch da besteht eine bestimmte Notlage, wo der Gesetzgeber gefordert ist, das dem zuwider zu handeln oder das zu verhindern. Und ähnlich ist es natürlich auch zum Beispiel, wenn Leute aus anderen Gründen in einer großen Notlage sind und alle möglichen Dinge in Kauf nehmen würden. Das spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wenn man zum Beispiel herausfindet, dass Leute Suchtpotenzial haben und dann gezielt denen Werbung schaltet für Glücksspiel oder Ähnliches. Was auch eine rote Linie für uns war natürlich Beeinflussung politischer Wahlen und auch sowas wie Addictive Designs oder Dark Patterns, was auch sehr weit verbreitet ist. Das heißt, die Art und Weise, Technologien so zu gestalten, dass man noch mehr Zeit dort verbringt und mehr Aufmerksamkeit. Das ist natürlich ein zentrales Gestaltungskriterium, aber eigentlich etwas, wo wir gesagt haben, dass es die Selbstbestimmung von Menschen unterläuft oder eben zuwiderläuft. Kommen wir zu den algorithmischen Systemen. Ich bin auch kurz vorm Ende.
Hier haben wir uns einerseits erstmal diese algorithmischen Systeme beschrieben und das Kernstück dieses Kapitels ist eben ein risikoadaptierter Regulierungsansatz, auf den ich noch ganz kurz eingehen möchte. Also zunächst mal, wir haben noch eine Unterscheidung vorab getroffen, die auch im Kontext von automatisierten Entscheidungsprozessen eine Rolle spielt, nämlich zwischen algorithmisch determinierten, algorithmisch getriebenen und algorithmisch basierten Verfahren. Um klar zu machen, worum es hier geht, nehmen Sie an, Sie haben eine bestimmte Software, die man verwendet, um Bewerber zu sortieren, die man einstellen möchte. Algorithmenbasiert wäre zum Beispiel, wenn eine Software mir das nur aufbereitet, aber noch keine Auswahl vorschlägt, sondern im Grunde genommen nur sagt, sozusagen die Bewerbungsunterlagen kamen elektronisch rein und ich kriege die dann so, wie sie reingekommen sind, einfach auch vorgespiegelt. Algorithmisch getrieben wäre dann, der Unterschied wäre dann, wenn zum Beispiel die Software schon klassifiziert und sagt, folgende Bewerber fallen komplett raus, diese würde ich in folgender Art und Weise ranken, da haben bestimmte algorithmische Verfahren schon eine Vorentscheidung getroffen. Algorithmen determiniert wäre, wenn das System dann automatisch auch die Entscheidung über die Einstellung trifft. Man muss sich aber klar machen, dass wenn zum Beispiel bei den Algorithmen getriebenen nur bestimmte Bewerber schon aussortiert werden, dann ist das für diese schon ein algorithmendeterminierter Prozess gewesen, weil sie sozusagen komplett aussortiert wurden. Das hat uns aber geholfen, um so ein bisschen unterscheiden zu können zwischen unterschiedlichen Arten von algorithmischen Systemen oder von automatisierten Entscheidungssystemen. Dieser risikoadaptierte Regulierungsansatz war dann des Kernstücks eben dieses Kapitels Fs. Und da haben wir im Grunde genommen, wie auch Katharina Zweig und Tobias Kraft schon vorab auch in ihrem Papier für den VZBV auch eine Art von Kritikalitätspyramide für Software oder für algorithmische Systeme vorgeschlagen. Was hier grün markiert ist, ist der Großteil aller Software, für die gibt es ja schon gewisse rechtliche Rahmenbedingungen wie die Datenschutzgrundverordnung, aber auch Ähnliches, für die werden keine gesonderten Maßnahmen gedacht. Aber die Frage ist, was ist bei denen Anwendungen, die entweder ein gewisses, ein deutliches oder ein erhebliches Schädigungspotenzial haben. Und da haben wir sozusagen gesagt, das muss im Grunde genommen muss Software klassifiziert werden. Und es gibt vielleicht bestimmte Systeme, die gehören ganz verboten. Also gegebenenfalls Militärroboter. Und es gibt Systeme, wo wir zumindest genau hinschauen wollen, wie die reguliert werden. Und da muss man unterscheiden, welche Art von Prüfung will man da? Ex ante, ex post, begleitende und ähnliches. Also wenn man zum Beispiel autonome Waffensysteme ganz oben im roten Bereich sieht, dann könnte man in den Getränkeautomaten vielleicht unten im grünen Bereich sehen. Und die Krux ist natürlich die Frage, wie klassifiziert man alle anderen Systeme zwischendrin? Ich komme zum Fazit und damit auch zum Ende. Für die Datenethikkommission hat sich das gleiche Problem natürlich gezeigt wie für jegliche Debatten rund um Ethik und KI. Es gibt ein extrem breites Spektrum von Technologien, Anwendungen und Kontexten. Wir haben ganz unterschiedliche Dinge empfohlen, von einem Prüfauftrag an die Regierung über Empfehlungen bis hin zu konkreten Vorschlägen für die Änderung der Gesetzeslage. Wir haben diesen risikoadaptierten Regulierungsansatz für algorithmische Systeme vorgeschlagen, also zu sagen, je nachdem, welches Risiko Profil ein bestimmtes System hat, muss unterschiedlich reguliert werden. In Bezug auf die institutionelle Umsetzung haben wir gesagt, klug wäre es tatsächlich, man würde sektorspezifische Kontrollgremien wie eben die BaFin, also Finanzaufsicht oder ähnliche Institutionen erweitern, um sozusagen eine Algorithmenkontrolle oder eine Kontrolle algorithmischer Systeme in diesen Sektoren. Und man bräuchte aber gegebenenfalls horizontal noch eine Art Kompetenzzentrum, wo sowohl für die Sektoren, in denen es keine Bereichskontrolle gibt, als auch, also die dann einspringen können, die aber auch technischen Support liefern können, wenn die bei den sektoralen Kontrollgremien nicht der Fall ist. Und im Grunde genommen haben wir auch eine Art, ähnlich der Datenschutzgrundverordnung, eine Verordnung auf europäischer Ebene für algorithmische Systeme vorgeschlagen. Und in letzter Instanz auch gesagt, dass natürlich für algorithmische Systeme im öffentlichen Sektor nochmal erhöhte Anforderungen gelten aus verschiedenen Gründen.